Vor allen Dingen, wie Smeggy noch so richtig eklig so sagt, ja, ich sehe ja, was für eine Bredouille ihr steht. Da nein, ich wollte extra ruhig sein. Ey, ich, das war echt diesmal nicht, also ich hab's echt dann falsch auch gedeutet. Ich hatte das, den Begriff dann falsch. Also ich dachte tatsächlich, das geht in die Richtung. Ja, also Schiff war halt noch so ein bisschen das Problem, was ich dabei halt hatte. Das musste ich mit eingehen. Aber ich habe halt noch gedacht, wir haben ja noch den Engel noch offen vom, vom Dings. Deswegen habe ich gedacht, ich brauche eh nur ein Zweierwort. Ich dachte, es war für mich so ein Krampf, weil ich die ganze Zeit Schrift und Gedicht und ich konnte nichts mit Weihnachten machen, weil immer der Engel dazwischen war. Ja, ich habe dann, hätte ich das anders gemacht, hätte ich wahrscheinlich irgendwas mit, keine Ahnung, was weiß ich, mit Engel und Gedicht, keine Ahnung, was weiß ich, ein Bibelvers oder irgendwas dann mit reingenommen. Aber ich dachte halt, den Engel haben sie safe eh noch im Kopf, da kannst du auch ein easy Zweierwort machen, aber schade. Und bei Gedicht und Ausgabe, da denkst du dir, so, jetzt hauen wir ihnen was rein, wo sie einen 150er IQ brauchen. Ja, ich dachte, Anthologie ist ein geläufiges Wort. Aber Schrift hätte auch sehr gut gepasst bei Anthony. Ja, hätte auch gepasst, das musste ich leider. Siehst du, das war nicht eklar von mir gemeint. Aber der Wirbel war schon quatschig. Der Wirbel war schon Quatsch. Bruder. Ich sag da brauchst du jetzt nicht sagen, der war nicht eklar. Nein, aber wegen Schrift habt ihr ja verloren. Die kam ja noch gar nicht zum Wirbel. Ja, okay. Wirbel war unser Wort und dann haben wir euch hops genommen. Also den Schuh, Bruder, den ziehe ich mir nicht an. Der stinkt. Kochen jetzt. Konzentrier dich, kochen. Nein, ich hab schon ein Wort. Ich hab schon ein Wort. Ja, dann entwickel die anderen drei. Jute dich. Ärgert ihn nicht. Wir brauchen den noch. Ich bin connected mit Baloui, wir machen das jetzt hier. Ja, wir beiden müssen nicht connected sein, wir müssen das mit Harry hier, mit Haribert verknüpfen. Mit Harry. Haribert. Mit Schmeckus. Der Schmeckosaurus. Den man mit SCH schreibt. Schmeggy. Wie man es spricht. Ja. Schmeggy, man schreibt, wie man spricht. Man spricht es auch nicht so. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache, aber das hat man mir so beigebracht. Ich glaube, Katze ist schuld. Beschwer dich. Ja. Das ist so, wie Lilly früher mal gesagt hat, das heißt Blauli. Man muss immer Blauli sagen. Das ja, macht Louis ganz sehr. Smeggy, hast du mein Bild aus dem Discord gelöscht? Nö. Oh, direkt ein Vierer, wow. Krankenhaus. Okay, wir müssen uns gut konzentrieren. Herz könnte sein, wegen Arzt. Ja. Hals, Arzt. Also die haben da definitiv Tastaturen im Krankenhaus. Ja, oh ja, gut, aber um Krankenhaus geht's ja gar nicht. Nur um den Arzt. Ja, der hat auch eine Tastatur. Der hat auch eine Tastatur. Okay, merke ich. Ich sehe noch Nerv. Nerv, ja, finde ich auch gut. Ein Gewehr da auch, wenn nichts mehr hilft. Erlösende Schuss. Der kriegt der Förster 5 Euro. Zack. Der kann ja sehr viel sein, der Dorn. Nee, das ist einfach nur dazu. Das ist mir ein Dorn im Auge. Aber Firas, warte, ich muss mal ins Spiel. Ja, du gehst auch mal, wenn du so einen Splitter im Finger hast, gehst du zum Arzt, ne? Oh, ich hab hier einen Splitter. Ja, wenn sich das entzündet. Aber Bruder, das dauert noch, wir müssen das 23 Uhr. Verwirren. Ja, klar. Gerne, musst du schon mal sitzen, ich küsse dein Herz. Ja, aber Dorn ist zu realistisch, da musst du das doch schlecht reden. Dorn ist doch quatschig. Nein, Dorn ist gar nicht. Jetzt gar nicht. Kennst du den Dorn im Auge? Ich auch nicht. Ich sehe eigentlich die vier Sachen, die du da jetzt gedingst hast. Das ist metaphorisch, den hat man nicht wirklich im Auge. Da bin ich bei dir. Ich würde sagen, wir zerdenken das jetzt einfach gar nicht so viel. Ich klicke mal Krankenhaus an. Jo, mach mal. Ich mach mal Herz. Mhm. Okay. Das ist ein super Wort, Alter. Das ist richtig gut. Hals, Nasen, Ohrenarzt. Hals finde ich auch sehr gut. Moni richtig gekocht. Nervenart, ja, doch. Also ich bin da eigentlich dabei. Ja, dann baller du Hals, ich baller Nerv. Boah, ja, nice. Oh Junge, Alter. Stark. Ja, das war klar, ja. Das war ein starkes Wort. Smeggy ist schon am Schwitzen jetzt. Also ja, Smeggy hat doch gesagt, er hat schon die Wörter fertig. Er hat doch gesagt, er ist doch schon auf High Noon, hat er gesagt, ist er schon. Der hat jetzt da eins. Dicken Shoutout an Moni, das war ein starkes Wort. Mhm. Noch ein Oh, ja, nee. Immer Advent. Schon hier, wieder hier, der Stohlen. Das ist gestohlen, der Stohlen. Schmeckchen, Speckchen. Welches hat nicht Weihnachten genommen? Damit Rentier, ein Schlitten, England, Verlag. Ach nee, warte. Die Tastatur, die kannst du auch verstehen. Ich habe Rentier übersehen, das wollte ich mitmarkieren. Also,
Zeit halt wegen Weihnachtszeit, aber ich glaube, die anderen vier Begriffe sind halt eher drin, vor allem Rentier und Schlitten. Aber ist nicht der Advent immer sonntags? Ja. Aber warte mal, warum sagt der Advent und nicht Weihnachten? Danke dir. Ja, ich denke tatsächlich wegen Zeit, oder? Warte mal, warte mal. Genau, er sagt nämlich nicht Weihnachten, Baloui, sondern er sagt Advent. Kann dir nicht helfen, verwirren. Na? Ja, Baloui hat mich gemutet. Nee, ich hab dich nicht gemutet, aber ich Advent, der Schmeggi brennt. Da kannst du auch den Reim mit reinmachen, nämlich unten noch für die Adventsgedichte. Das stimmt. Aber vielleicht meint er ja hier Manfred Reim oder wie der heißt. Matthias. Ja, ist das gleiche. Manfred, Matthias. Alles dasselbe. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Okay, Schmeggi, ich denke, Schmeggi meinte Weihnachtszeit. Hey, war bei euch früher auch? Also pass auf, Stollen ist safe. So, das weiß ich. Das ist auch in der Adventszeit wie zur Weihnachtszeit, ja? Einfach eingeloggt hier. Schlitten auch, safe. Bumm. So, Rentier auch, komm. Ja, ne, Rentier ist schon wieder Weihnachten, ne? Wenn ich euch verwirren will. So. Hä? Bist du heute auch gar Schlitten eingeloggt. Warum ist denn Schlitten mehr drin bei Advent als Rentier? Ola, ja, weil du Schlitten während der Adventszeit fährst. Gut, dass aber ich nur 4 eingegeben habe, weil die Sonntag Rentier, nicht gesehen. Der da durch die Gegend. Nee, man sagt, der Nikolaus fährt mit Rentiere rum. Nee, ich dachte, der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann hat die doch an sich. Der Nikolaus ist doch hier ein Seemann, oder nicht? Sankt Nikolaus war ein Seemann. Der hat damit mit den Pferden nichts zu tun. Nee, der braucht die Seekarte. Genau. Ja, mach Rentier. Natürlich denke ich auch Rentier, aber das darfst du reindrücken. So. Sehr gut. Ich will Smeggy nur gerade etwas verzweifeln hören. Pass auf. Nein, der meint schon. Weißt du, warum der Advent nimmt? Nee. Weil, Zeit. In der Adventszeit, genau. Ja, gibt es keine Geschenke, sondern nur an Weihnachten. Ja. Deshalb ist Päckchen raus und Zeit ist unser Wort. Ehre! Ich bin da eher beim Sonntag für euch, für die Adventszeit. Was geht? Was zur Hölle? Entschuldigung. Ich habe gedacht, wenn du hilfst, helfe ich auch. Nein, ich pushe die ganze Zeit auf Zeit, weil es 100% Sonntag ist. Was sagst du dazu? Sonntag ist im Wort, im Ding ist drin. Weil Sonntage, der Advent... Baloui, Sonntag! Ja, warte. Ich weiß nicht, ob er der wirklich Advent, bist du sicher? Also entweder die Adventszeit oder... Ja, toll, jetzt habt ihr mich alle verwirrt. Ihr seid schuld. Advent ist Kadi alles richtig gemacht. Oder? Ist Advent im Kadi. Sonntag? Naja, Bruder. Manchmal ist es auch Samstag. Kommt nee, auf es an, ist Sonntag! Die Woche fällt. Ich bin da nicht so für, ich mach mir hier nicht die Kerzen an. Und so, Baloui, komm, du bist älter, du weißt das. Advent am Sonntag immer? Ja, ich gebe dir recht. Ich habe das Wort nicht gesehen. Dankeschön an das andere Team. Ich nie wieder mit Zork in dein Team. Nie wieder. Let's go. So, warte, Baloui, ich mein Kadi. Ihr habt White gegessen, ich darf auch White gessen. Mir gefällt. Hey, nicht Dorn, bitte nicht Dorn. Am Ende hat das gar nicht gesehen. Bitte nicht Dorn, bitte nicht Dorn, bitte nicht Dorn. Das ist schon wirklich die Zeit gemeint. Also ich habe das mit Sonntag nicht gesehen. Ja, aber Päckchen und Zeit. Die sind auch vielleicht hat er Zeit als Stretch gesehen, aber Päckchen würde ich halt auch drin sehen. Aber ist okay, nein. Okay, dann darf ich nicht. Okay, ist in Ordnung, ich hab's verstanden. Nee, nicht machen. Bist du immer noch sauer, Kari? Nein. Okay, dann ist gut. Alles gut. Advents-Samstage gibt's nur, wenn man sich im Datum irrt. Ja, weißt du, bei Maggie... Vielleicht hat er noch den Kalender von den Mayas. Den guten. Ach, schön. Aber Advent ist doch immer am Sonntag, oder? Doch, ist es. Immer sonntags. Feierst du kein Weihnachten? Ja, aber kein Advent. Ja, aber du machst doch eine Kerze an. Nee. Meine Mama hat mir gesagt, ich darf nicht mit Feuer spielen. Ein bisschen traurig ist das schon. Ja, aber es ist tatsächlich immer sonntags, ja. Ich bin nur wieder sauer, wenn Zeit das schwarze Wort war. Ich hoffe nicht. Ich glaube aber nicht, dass Maggie dann Advent genommen hätte. Nee, glaube ich wenn auch. Zeit schwarz gewesen. Aragorn. Okay, die Spinne aus Harry Potter. Yes. Maggie hat auch. Das ist die, die Schlange genommen. Aus Herr der Ringe ist das doch. Nein. Und hat das Wort Pflanzenfresser für die Wörter Mammut und Rasen genommen und Schafe aber vom Gegnerteam, ne? Der einzige Pflanzenfresser. Stark. Dann hat er irgendwie in seiner Mathematik irgendwie von einem 50-50. Ach so, ja, stimmt, weil das ja in England spielt, gell? War da irgendwas mit Sonne oder so? Wenn die England nehmen, dann nehme ich Papstkrönung. War halt nur nachts draußen, aber nee. Ich überlege halt noch,
mit der Sammlung, weil ja das, die Harry Potter Bücher mehrere Bücher, aber warum hat sie dann nicht einfach nur, na gut, dann wären wir wahrscheinlich nicht auf Netz gekommen, wenn sie nur Harry Potter geschrieben hätte. Mit dem Gewehr haben sie die Spinne nicht abgeschossen. Nee, die sind ja mit dem Auto da rein rotiert. Also ich hoffe, der sieht aber nicht die Dornenkrone. Hat ihn gerettet. Mit dem macht Auto mir Angst. Da rein rotiert. Okay. Warum Aragog? Bestimmt, weil das Buch mit einer Tastatur geschrieben wurde. Harry Potter, bin ich mir sicher. Das ja. Wahrscheinlich. Also Netz safe, oder? Netz safe für die Spinnen, definitiv. Lock schon mal ein fürs gute Gefühl. Perfekt. Ich find England auch nicht schlecht, weil. Ja, weil das halt da auch spielt in England. Ja, ich aber so eine Spinne sitzt doch im Netz. Soll ich euch helfen? Aragog heißt auch der von Herr der Ringe. Hab ich doch gesagt? Nein, der heißt Aragorn. Ja. Der heißt Aragorn. Ja, der hat er sich vertippt. Meinst du, Moni wollte eigentlich Aragorn schreiben? Haben Spinnen nicht Angst vor Sonne? War da nicht was? Ja, habe ich auch so mal nachgedacht, aber ich glaube nicht. Und Spinnen jagt man doch mit dem Gewehr. Also England würde ich auch noch sehen. Dann könnte Verlag sein. Oder ja, ich sehe Verlag eher als Sammlung tatsächlich. Das ist Verlag eher als Sammlung? Aber machen wir mal England, oder? Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. So, jetzt halt die Frage. Ich sehe halt Verlag und Sammlung. Was war denn da noch so die Lore drumherum? Diese Spinnen sind doch immer in diese Richtung da gelaufen. Das ist halt die Frage, ob sie sich halt jetzt wirklich nur auf diese eine Szene da bezieht. Weil die Kammer des Schreckens sich geöffnet hat. Aber dann hätte halt auch, dann wäre halt auch England wild. Ja, nee, weil das kann man das in welchem Buch kommt der nochmal vor? Die zweite schon, ne? Zweites, ja. Das war die Kammer des Schreckens. Genau, aber die Kammer des Schreckens. Also, dann müsste es Kammer mal machen. Keine Ahnung. Kammer mal machen. Gesellschaft ist quatschig, oder? Weil die. Ja, nee, fühle ich nicht. Die Gesellschaft von Hagrid und sie hatten auch. Okay. Was hatten sie wohl? Was willst du, Kadi? Ich glaube, eine der Spinnen hieß Mark. Das war der Vater von Aragog. Aragog doch mit Vornamen. Aragog ist doch der Nachname. Mark Aragog. Mark Aragog ist doch der Vorname. Man kennt ihn. Oder das, oh hier, wer mag denn Spinnen? Ja. Wenn sie jetzt aber auch wirklich wenn sie jetzt aber wirklich auf den zweiten Teil wirklich rausgeht, ich weiß nicht, ob dann Sprache ein Ding wäre für Parsel. Ich will euch nicht ärgern, ihr habt noch 25 Sekunden. Ne? Also, sollen wir so. Einen Verlag nehmen? Na, mir ist egal, ich fühle beides. Ich fühle Sammlung und ich fühle Verlag. Ich habe eins vor der Dornkrone. Tu, wonach dir ist. Ich mach die Augen zu, du bist eh schon der Buhmann der Runde. Los, was? Ja, ist das raus in der Kiste, und raus bist du, Verlag ist raus, ich klicke es einmal. Gut, das hätte ich tatsächlich auch genommen, wirklich, also natürlich. Ja, komm, hör auf, Kadi, hör auf einfach. Jetzt wirst du, Ich muss es probieren, sonst bist du durch. Dann bin ich wieder hier dann sauer und du sauer auf mich und alles ist schlimm. Ich glaube, ein Papst wird nicht gekrönt. Die Papstkrönung, was zum Geier, ja, also, wer krönt denn den Papst? Maggie, ja, du bist der neue nicht. Kaiser von Rom. Die Papstkrönung. Warum? Kann das irgendjemand mal googeln? Lass es durch hier, nicht lass es durch. Aber für was? Papst, Religion. Ja, sehe ich nichts Wort. Drin, außer okay. Gesellschaft vielleicht, ja? Das ist der, ich sehe nicht ein Wort, ja. Krönung. Okay, er sitzt auf einem Thron, ja? Krönung. Oh Gott, was ein Wort. Ja, weiß nicht, sag doch mal was. Gab's einen Papst, der hieß Markus irgendwas? Der hieß Mark. Die haben doch die Schweizer Garde dann drumrum und die haben ja alle Gewehre. Das stimmt. Ja, Sprache wegen Italien, ich weiß nicht. Dann natürlich möchte ich euch darauf hinweisen auf die Dornenkrone. Marker. Nein, bitte nicht. Mark bitte und nicht. Marker. Marker wegen dem Rauch. Wenn weißer Rauch aus dem Schornstein kommt, dann gibt es einen neuen Papst, ne? Das
Aber das ist vorher in der Auswahlzeremonie, nicht während der Krönung. Der Papst wird tatsächlich auch, aber das ist eigentlich ein italienisches Wort, aber das wird auch, er wird auch Sonne der Vatikanstadt genannt. Ja, also ich kann euch das vorlesen. Sonne? Als Papstkrönung oder Krönung des Papstes bezeichnet man den offizielle Amtsübernahme eines Papstes. Also auch so das Licht der Kirche. Ich habe ja selber geguckt, ich habe ja sogar Papstzeremonie gesucht, weil ich wissen wollte, wie das heißt. Also keine Sprache ist für mich noch ein Stretch, weil die reden ja da alle Italienisch. Und selbst wenn der Papst das heißt Deutsch oder Italienisch sprechen, das ist okay. Das sehe ich so gerade. Dann Gesellschaft, weil es eine Religionsgesellschaft ist. Aber und dann verließen Marker. Sie ihn. Was ist denn für ein Marker? Ja, vom. Also. Mit dem Rauch. Hey, ich will nur sagen, Sven, er sagt ja. Die Dornenkrone raus, sonst hätte er Krönung nicht genommen. Genau, irgendwo muss er. Er sagt ja Krönung, also wo der Papst gerade ernannt wird. Und wenn ein neuer Papst gibt, dann gibt es so gesehen bei der Papsternennung gibt es ja den Rauch, den weißen Rauch, glaube ich, aus dem Schornstein. Ja, weil die so eine Kacke labern. Also, Ola Michelle, was geht, Cutie? Also ich sehe das auch mit der Krönung und den Dornenkrone, aber das war nur mit Jesus. Ich glaube, danach haben sie das nicht nochmal gemacht. Das war nicht so cool irgendwie. Das war nicht so cool. Ich glaube schon. Pass auf, okay, ich klicke jetzt mal auf Sprache, ja? Pass auf, Sprache, ja? Jetzt du. Boah, also Balou, ja. Also, jetzt du. Das bin ich froh, dass ich wenigstens ein bisschen, aber jetzt ist... Nein! Hey, ich hab noch was Wichtiges für euch. Die Krone setzt man auf den Kopf auf. Also, Aufsatz. Aufsatz. Ich glaube, ich bin tatsächlich auch bei Dorn noch, ne? Der fickt mich jetzt. Wegen dem Dornkranz und der Dornkrone. Wo hast du denn da nochmal so einen Dornkranz in der Geschichte der Papstkrönung mitgekriegt? Erzähl mal. Das ist ja wurscht, das ist ja einfach nur das Zweige. Ja, aber das ist ja Religion. Christentum. Ja, aber hätte er da nicht Religion schreiben können? Ja, dann hatte er Sitz nicht mit drin. Ja, man muss ja. Und Sprache hat er da nicht mit drin. Der muss ja mit Sprache und Sitz mit reinkriegen zum Thema Religion. Das stimmt. Und Papst vielleicht wegen dem Oberhaupt der christlichen Kirche. Ja, aber dann ist doch so Gesellschaft das nächstlogische. Jesus, der dann. Ja, Zeit und Mark. Mark als Person, als Mann. Also und der Papst ist ein Mann als männlicher Name. Und die Zeit halt für die Amtszeit. Nervt doch nicht! Achso, ich musste Vierer machen. Blöde Schweizer Garde. Wir haben noch ein Zweierwort. Hat der Papst nicht auch so eine Pumpkin? die heilige Pumpkin. Spielt der vielleicht auf irgendeinen Film? Also komm, ich glaube Dorn ein, ja? Ich glaube, Päpste werden halt nicht gekrönt. Das ist sowieso schon mal Schwachsinn hoch 10. Hallo, Dorn. Die werden gesalbt. Oder so. Louis Dorn. Warum Nein. Dorn? Das sehe ich gar nicht da. Wirklich gar nicht. Danke, Balui. Ja, Bruder! Das war einmal, als Jesus gekreuzigt wurde. Lies mal die Bibel, Mann. Das ist Allgemeinbildung. Balui, ich kann nicht lesen. Ja, ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass du da einen Dorn siehst. Was denn? Hat der einen Dorn da auf dem Sitz und setzt sich drauf und schreit, au! Ach. Fick dich, Terste, fick dich! Im Sinne des Wortes, Alter. Ey. Warte, ich sag dir, also erstens, bevor ihr so eine Scheiße labert, ne? Also die scheiß Amtsübernahme des Papstes und die heißt, Zeit. Ja, weißt du, die Amtsübernahme des Papstes heißt Papstkrönung. Ich hab das Wort nicht erfunden. Es ist eure Religion. Zweitens, Papst Mark Francisco Bruder, ist halt Bruder, der aktuelle, heißt ne? Papstkrönung, weil das google ich. Ja, das heißt so, das hab ich hab nee, ja ich google Papst. Das jetzt. Ja, google doch. Ja, mach ich jetzt auch. Als Papstkrönung oder Krönung des Papstes bezeichnet man die offizielle Amtsübernahme eines Papstes, bei der ihm. Denkt sich der so ein Scheißwort aus? Nicht! Ich hab das noch nicht. Ich komme aus der Türkei! Ich hab nicht meine Geburtsurkunde! Das ist euer Name! Was, wo du dich nicht mit auskennst! War der Nikolaus nicht ausgehört? Der erste fragt, ob Advent sonntags ist, Bruder! Ihr feiert das, ich nicht! Der Nikolaus war doch auch Türke, oder? Oh, Bruder, ich schieb dir gleich den türkischen Nikolaus sonst vorhin. Im wahrsten Sinne, oh Gott. Jetzt erzähl mal wie du auf Zeit und Mark gekommen bist. Bruder, weil der Wichser einen Scheiß, der hat eine Amtszeit, Bruder. Stimmt, das ist ja wirklich. Und der bekommt wenn die andere abläuft, kriegt der eine neue, Bruder, wollte mich ficken. Junge, der hat und keine Amtszeit. Der einzige der männliche Name auf diesem Tisch ist Mark. Der hat eine Amtszeit. Der ist Papst, ist aber wahrscheinlich irgendwas. Keine Amtszeit, das ist nicht so wie bei den USA, dass er nur das ist trotzdem eine Amtszeit.
Das nennt man trotzdem Amtszeit. Der lebt sein Leben lang, Digga, und kippt dann tot um, und das war seine Amtszeit. Baloui, ne? Du weißt, ich brauche viel Anlauf. Ich brauche viel Anlauf. Ich hab Ahnung. Du wusstest nicht, was eine Papstkrönung ist. Ja, ich wurde frei evangelisch entzogen, nicht Bruder, mit dem Heini da. Ich bin muslimisch erzogen. Speggy, warum Marc? Warum du dich mit auskennst? Warum Marc? Wegen der deutschen Marc? Bruder, nenn dir einen anderen männlichen Namen, Mark, Bruder. Im Koran oder so, der so heißt? Nee. Schade. Ja, schade, Freund, wo der Dorn schwarz ist. Der erste, wie oft soll Palouille sagen, nicht Dorn? Ja. Der Dornkranz. Es ist aber schön, dass wir alle so ruhig bleiben. Also mega weit war das mit dem Dorn halt nicht unbedingt. Ich hab's schon verstanden. Nein, Baloui, guck mal. Ich geb dir den hin. Also, ich hätte das nicht genommen. Aber Terste heult jedes Mal rum, wenn man die Wörter auseinander nimmt. Dann sagt er, nee, ich meine das Wort so, wie es da steht. Nimm doch erstmal das Wort. Und ich denk mir, okay, die Papstkrönung. Ihr seid ja darauf gekommen, dass es der Beginn seiner Amtszeit. Es ist trotzdem eine Amtszeit. Der Beginn seines Papstdaseins. Maggie, Terste, ihr sagt euch jetzt gegenseitig eine Sache, die ihr am anderen schätzt. Gar nix. Eine nette Sache, sagt ihr jetzt. Ja, wenn er vollmute ist. Terste, jetzt. Warte mal, muss ich lange überlegen jetzt. Wirklich. Da hast du aber auch ein geiles Wort genommen. Sorry. Ich mag die Runde am liebsten, wo jemand so Wörter nimmt, die kein Mensch kennt. Baloui, guck mal, ich sag dir ehrlich, ich habe auch gesagt, boah, Dornkrone, schwierig. Das habe ich gesehen. Aber ich bin davon ausgegangen, dass Terse eben nicht die Wörter auseinander nimmt und das so nimmt, sondern er nimmt die Bedeutung des Wortes. Ihr seid ja auf die Bedeutung gekommen. Es ist ja nicht so, dass ihr nicht gecheckt habt, dass es quasi, dass der Papst damit beginnt. Du hast ja auch gesagt, dass er keine Krone kriegt, sondern halt irgendwie eingerieben wird oder was auch immer. Oh, die Zeit, ne? Und der Mar, ja, wegen dem Vornamen. Und Dorn ist rot. Ja, wirklich, Terse, wirklich, ne? Ich schätze an dir sehr, dass du wirklich so hilfsbereit bist meistens. Das mit dem Mar. Ich sehe schon wieder bei Terse das neue Thumbnail mit Smaggy mit so einer Dornenkrone auf. Ja, wirklich, ne? Wirklich. Das ist super. Oder dass ich mehr Ahnung habe von deiner Religion, ne? Triggert mich. Ja. Ist denn, hey, wir machen dich auf so einem Sonntag als Papst. Ey, und ich war so stolz auf dich, ne? Ich war so stolz auf dich, dass du so reingegrätscht bist und hast gesagt, warum nimmt er nicht Weihnachten? Er will safe nicht Päckchen nehmen. Da war ich richtig stolz auf dich. Aber weißt du? Ja, und dann, Bruder, dann hast du diesen Dorn-Move gemacht. Wirklich, bin ich enttäuscht. Mach mir das Kompliment, was Kali wollte.